Schönen guten Tag, Freunde des guten Modegeschmacks, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video, meine Freunde, packen wir genau drei Paar Schuhe aus. Und dann 99 Euro, zwei davon sind Sportsneaker und einer davon ist ein etwas feinerer Schuh, der eigentlich gar nicht mein Style ist oder gar nicht meine Richtung ist. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wenn ihr ahnt, welchen Schuh ich gekauft habe. Bleibt dran und seid gespannt. Meine Freunde, fangen wir auch direkt an. Alle diese drei Paar Schuhe sind von ASOS. Die ganzen Links zu den Schuhen findet ihr unten in der Infobox. Und wir packen mal jetzt die ganzen Sachen aus. So, meine Freunde, und das wäre der erste Schuh. Ein Nike Cortez. Ihr kennt ihn. Ich habe ihn auch in weiß. Wer mich auf Snapchat und Insta verfolgt, hat schon gesehen, dass ich damit auch ein paar Bilder in meiner Story gepostet habe. Wenn ihr mir noch nicht auf Insta oder Snapchat folgt, tut das jetzt. Dort poste ich auch immer Outfits of the Days. Wie gesagt, der weiße ist schon ein bisschen misshandelt, aber ich war so zufrieden mit dem Schuh, dass ich mir direkt einen schwarzen mit so einem Wildledermaterial bestellt habe. Kostet nur 85 Euro. Das heißt nur, kostet 85 Euro, aber ich sag mal so, für Nike, für einen Sportschuh von Nike ist 85 Euro eigentlich relativ günstig. Der Schuh hat eine einfache Silhouette, ist ganz einfach gehalten. Hier unten ein bisschen Leder, weiße Gummisohle. Der Schuh ist richtig bequem, da könnt ihr einfach nichts falsch machen. 85 Euro auf jeden Fall ein empfehlenswerter Schuh. So, machen wir weiter mit dem nächsten Schuh, meine Freunde. So, meine Freunde, als nächstes ein Paket von ASOS. Jetzt denkt ihr euch, Jan Zinett bestellt sich einen Schuh von ASOS, von der Marke ASOS. Was soll denn da drin sein? So, zack. Da. Hättet ihr erraten können, dass ich jemals so einen Schuh bestellen werde, geschweige denn kaufen werde, geschweige denn tragen werde? Okay, noch habe ich ihn nicht getragen. Vorgeschichte zu dem Schuh, warum ich mir überhaupt so einen Schuh bestelle. So, ganz einfach, wir wollten feiern gehen, ich hatte keinen feinen Schuh, bla bla bla, wusste nicht, was ich anziehe, bla bla bla. Und ich wollte schon immer einen Bottega Veneta haben. Aber ich dachte mir, Dicker, bevor du 450 Euro für einen Bottega Veneta ausgibst, kauf dir nochmal für 50 Euro so ein einfaches Modell. Guck mal überhaupt, ob dir diese Schuhe stehen, ob du mit solchen Schuhen klarkommst, ob du solche Schuhe mit deinem Style überhaupt kombinieren kannst. Und da habe ich einmal in meinem Leben einen klugen Schachzug gemacht, habe mir die günstige, einfache Variante für 50 Euro bestellt. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich mit solchen Schuhen klarkomme, wie ich den Schuh kombinieren kann. Und wenn ich mit diesen Schuhen klarkomme, werde ich mir definitiv einen Bottega Veneta holen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist halt für feinere Anlässe, ist jetzt nicht mein Hauptstyle. Ich werde ihn jetzt durch zum Champion League tragen oder sonst was. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu Chelsea Boots haltet. Er ist etwas spitz. Ich hatte mir erhofft, dass er etwas hier runder ist. Hat auch so einen leichten Absatz, bei meiner Größe relativ gut. Auf jeden Fall, ja, viel kann ich zu dem Schuh nicht sagen. Ist ein einfaches Material, einfache Verarbeitung. 50 Euro, Leute, ganz ehrlich. Mal schauen. Zack, weiter geht's. So, meine Freunde, und jetzt zum dritten Schuh. Bis jetzt hatten wir den Nike Cortez, dann hatten wir einen Chelsea Boot. Und jetzt, meine Freunde, ein weißer Nike-Karton. Der ist weiß. Der andere war rot. Warum hat Nike zwei verschiedene Nike-Kartons? Verstehe ich nicht. Echt nicht. Der ist hier. Oh, ho, ho. Der ist ja so ähnlich wie die Yeezys, Leute. Den kann man so rausziehen. Zack. Happy Birthday, Nike Cortez. Zack. Und jetzt wissen auch alle, welcher Schuh das ist. Das ist ebenfalls ein Nike Cortez. Aber meine Freunde, das ist dieser Nike Cortez. Den kennt ihr. Und den habe ich mir jetzt nochmal nachbestellt. Einfach weil hier ein bisschen Farbe im Schuh drin ist. Hier Nike Cortez, komplett Leder. Hier Nike Zeichen rot. Und einen leichten blauen Akzent. Finde ich, kann man richtig gut mit sehr, sehr vielen Sachen kombinieren. Vor allem mit so sportlichen Sachen. Ich bin zurzeit wieder auf meinem Nike-Trip. Ich bin fast alle zwei, drei Tage bei Nike. Könnt ihr auch meiner Story mal verfolgen. Auf jeden Fall. Oh, dieser Schuhgeruch von neuen Schuhen, ey. So, meine Freunde, das waren diese drei Schuhe, die ich mir alle unter 99 Euro gekauft habe. Wie gesagt, dieser Schuh kostet 50 Euro, ist eine Alternative für den Bottega Veneta. Feier ich auf jeden Fall. Und diese zwei Nike Cortez, ja. Was gibt es für den Nike Cortez im Allgemeinen zu sagen? Wie gesagt, auf jeden Fall für 85 Euro eine richtig gute Alternative zum Nike Sportschuhen, die über 150 Euro kosten. Kann man eigentlich mit allem kombinieren, vor allem mit so Tennissocken. Ich ziehe meine Tennissocken etwas höher und dann habe ich mir einen schwarzen und einen weißen mit ein bisschen Farbe. Und dann habe ich ja noch einen weißen. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit Nike Cortez richtig gut ausgerüstet für 85 Euro, Leute, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, macht man nichts falsch. Die Schuhe haben eine richtig gute Verarbeitung. Nike im Allgemeinen hat immer eine richtig gute Verarbeitung. Und deswegen, meine Freunde, überlegt euch, ob ihr irgendeinen dieser Nike Cortez auch mal kaufen wollt. Ich kriege dafür auch kein Geld. Ich sage nur meine Meinung, meine ehrliche Meinung zu den Schuhen. Ich wollte eigentlich Nike Air Max kaufen, aber die Sache bei Nike Air Max ist immer, entweder sind die so too much, sind entweder zu bootmäßig oder die ganzen Modelle haben sich so verändert. Auf einmal sind da irgendwelche silbernen Metalle drauf oder keine Ahnung, die Nike Air Max. Auf jeden Fall, deswegen bin ich spontan auf die Nike Cortez gekommen und ich feiere die seit dem Tag an auch richtig doll. Und in diesem Sinne, meine Freunde, verabschiede ich mich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Schreibt in die Kommentare, ob ihr erraten konntet, ohne zu schummeln, welchen dieser Schuhe ich gekauft habe. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos für günstigen Klamotten sehen wollt, gebt ein Like und schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Ciao.